Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3 am Xenoblade Sonntag. Hab's leider jetzt erst gelesen, der Wargo ist bestimmt schon weg, aber danke, dass du da warst, Wargo, bis zum nächsten Mal und schönen Abend ebenso, beziehungsweise gute Nacht und guten Start in die nächste Woche. Und opala. Kurin meint, der Song gerade kommt dir relativ unbekannt vor. Ja, tatsächlich lief gerade der Gordon-Song, den habe ich, der ist schon ziemlich alt, aber ich habe ihn erst, also jetzt meine Playlist ja neu machen musste. Oder generell, ich mache ja momentan meine Playlist öfter mal neu. Ich hoffe, jetzt langsam habe ich den Fehler behoben. Ich kann jetzt die Playlist einfach wieder aufrufen nach einem PC-Neustart. Ich hoffe, es geht. Bisher war es ja nicht der Fall. Ich habe ein paar Tests gemacht die Tage und es ging in kleineren Playlists. Jetzt habe ich die komplett große Playlist gemacht mit allen Songs. Ich hoffe, die wird auch gespeichert und ist wieder abrufbar für mich. Und da habe ich gesehen, dass dieser Gordon-Song bisher nie in meiner Playlist drin war. Also habe ich mal reingenommen. Aber ja, ist ein bisschen älter. Ach, wegen dem Song noch geblieben. Guck keiner an. Ja, das... Das haben wir eine ganz kleine lustige Geschichte. Damals in der Ausbildung tatsächlich in Englisch war es gewesen. Mein Backnachbar Gordon. Ja, der ist wirklich Gordon. Wie Commissioner Gordon, wie Gordon Shamway Alf. Der war halt mein Nachbar und wir sollten uns da in dem Englischunterricht irgendwie gegenseitig vorstellen. Mit ein paar deftigen Worten und da habe ich diesen spontanen Song geschrieben. Also den Text komponiert, zumindest teilweise. Und dann eine Melodie dazu und dann tatsächlich, statt das zu erzählen, als wir dann rangenommen wurden von der Lehrerin, habe ich dann einfach vorgesungen in die Art und Weise. Das habe ich dann zu Hause ein bisschen vervollständigt und dann einen ganzen 2-Minuten-Song rausgemacht. In einem gänzlich anderen Stil als normalerweise Songs, die ich schreibe, aber ich fand es mal ganz cool und daher, so kam das zustande, ja. Hatte ich halt irgendwie noch nie drin gehabt, komischerweise. In der Playlist, aber jetzt ist er da. So. Und jetzt ist Varu weg, also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Varu. Schön, dass du da warst. Hat mir gefallen, siehste. Aber es ist nicht die Art Song, die ich nebenbei andauernd wieder mal mache oder in nächster Zeit machen würde, aber das Schöne im Song war, der war einfach sauber einfach, ne? Du hast die Melodie, du hast einen Text, easy, mit aus dem Leben gegriffen und fertig war der Song im Prinzip schon. Das war eine Sache von wenigen Minuten, aber der Song fertig. Aufnehmen war ja auch relativ einfach, ohne Gitarren groß. Ruckzuck fertig, da hast du vielleicht eine Stunde lang den Song produziert und fertig war er. Ja. Und mit sowas machst du theoretisch mehr Geld, weil du mehr Leute erreichst, weil es Mainstream-tauglich ist, als mit den Sachen, wo ich Stunden, Tage, Wochen lang dran sitze. Wegen komplizierten und schwierigen Arrangements und Gitarrenspiel und so weiter, ne? Aber egal. Wenn ich mehr solche Songs machen würde, wäre ich vielleicht schon eher berühmt mit Musik geworden, wer weiß. Aber dafür ist es dann doch nicht zu sehr meins, es ist einfach nur ein Joke gewesen, fertig aus. Ja, weiß ich. Ich dagegen bin ziemlich fixiert. So, wenn euch wundert, ich habe hier mal eben links von mir... Ist das von euch aus links? Ja, ne? Von euch ist das auch links. Nee, rechts ist... Also ich zeige von euch aus gerade nach rechts, aber es ist links von mir. Eigentlich ist er spiegelverkehrt meistens die Kamera. Ich habe sie auf der rechten Seite des Bildschirms, aber es ist meistens... Ist egal. Ich habe das Fenster geöffnet. Denn ich habe gerade beim Cappuccino machen gesehen, draußen stürmt und regnet es gerade doch ganz schön doll. In der Hoffnung, ein bisschen Abkühlung hier reinzukriegen und das... kommt gerade tatsächlich eine ganze Menge kalte Luft rein. Sehr, sehr angenehm, sehr geil. Darum Fenster offen. Bisschen andere Lichtverhältnisse als eben gerade noch, aber das soll ja kein Problem sein. Nur kurz zur Erklärung. So, plumps. Sequenz ausgelöst. Ich nehme gar nicht auf. Verdammt. Vergessen aufnehmen zu drücken. Nein. Jetzt nehme ich auf. Dunkle Grüße. Dammit. Ich muss wohl die Folge runterladen, den Anfang davor schneiden gerade. Ist egal. Kriegen wir hin. Wie kommen wir von hier aus näher an die Baleana ran? Balaena, nicht Baleana. Meine Güte, komisches Wort. Erstmal durchkämpfen, würde ich sagen. Ach, verdammt! Sie haben uns entdeckt. In der Tat. Das wird ihnen nichts nützen. Achso, die sind mitgekommen. Dachte, ich mach's alleine, aber gut. Zack, boom. Alarm, Alarm. Aua. Oh. Die haben was ausgeladen. Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber die haben sie ausgeladen. Toll. Hätte ja auch Bock, jetzt wo ich es bei Samira wieder sehe heute. Was ist wieder? Doch, schon wieder. Nicht bei Samira wieder, aber generell wieder sehe das Spiel. Hätte ich eigentlich auch Bock auf Little Kitty Big City, aber ich... Würde das halt eher, weil wir das Thema Spiele gerade noch hatten. Würde das wahrscheinlich eher als Spiel für mich als im Stream mal machen, aber
Ich hab's ja schon bei Metroid gesehen, ich glaube, ich bei Shattrick gesehen, ich weiß gar nicht genau. Es ist halt ein total lustiges kleines Katzenspiel. Das hätte ich auch total gerne mal selbst gespielt, aber muss ich mal gucken. Ich habe gerade gänzlich andere Prioritäten, wie mehrmals erwähnt. Zack. Aber mal schauen, wie es nach nächstem Samstag aussieht, nach dem Community-Event mit 12 Stunden. Ich das spieltechnisch bestellt sein werde und ob ich dann schaffe, eins von meiner Spiele, die ich spielen will, da anzuspielen. Ob ich dann sagen kann, es bleibt beim Anspielen oder ich haue es in eine Let's Play-Reihe rein, keine Ahnung. Bin gespannt. Aber schlau werden wir auf jeden Fall sein danach, ja. Ich werde mir das gerne nochmal notieren, damit ich mit einer Checklist mit dir durchgehe. Checklist bezüglich wessen jetzt genau. Au. Alle sterben bei mir. Alle Heilerin tot. Oh, das bin echt nicht gut. Außer Tarion, der Shadow. Ja, der lebt noch, das ist gut. Aber Tarion macht sich gerade zum Roboros. Das ist nicht so gut, er kann also keinen wiederbeleben. Das gefällt mir nicht. Ich mach so viel Schaden mit allem. Was ist hier los? Alter. Ja, und ich kann auch als Roboros kein wiederbeleben, ne? Und, oh, das war's jetzt, glaube ich. Fuck. Oh, Senna liegt auch sehr geil, ist eine Heilerin. Komm, Kette. Ich hab grad nicht viel davon, vor allem gegen den Typen, der volle Leben hat. Aber der, okay, wir sind richtig amüsiert, alles cool. Ich muss irgendwie Heilung reinbringen. Ich kriege ja durch Ketten auch Heilung rein, um mich jetzt einfach abzusetzen. Sterbe ich gleich wirklich volle Kanne. Ja, ist ganz süß, das Game. Würde auch mal gerne spielen, wenn ich wüsste, wann. Da ist der Punkt, ne? Wenn selbst du, Kurin, nicht weißt, wann du Zeit bis zocken haben sollst, ne? Ja, den Rest deckt man sich dann einfach mal. Sowas, Mic an, Aufnahme läuft oder sowas. Achso, wegen dem. Ja, gut. Na ja. So, ich brauche vor allem Heilung, aber viel mehr wird es auch nicht werden, weil ich habe hier meine Ketten nicht gerade voll. Ja, Flächenheilung, perfekt. Ich kann Stärkung gerade nicht teilen mit dir, weil sie nur ein... Ach, das ist natürlich auch wieder unschön. Komm, Stärkung raushauen. Und Heilung für alle. Ja, es bringt ein bisschen was weniger als gehofft, aber ein bisschen was halt. Ich müsste, wenn ich Glück habe, tatsächlich aber noch einen zweiten Angriff starten können. Also den zweiten noch voll kriegen können. Weil er jetzt mehr haben wird als die 30. Und dann zusammen mit Juni. Ich meine, es wird nur einer wiederbelebt werden, das ist ganz klar jetzt, ne? Aber hilft ja nichts. Wird halt knapp. Oh, ich hätte gerne was, aber habe ich alles nicht bei den Leuten gerade, was Passives. Ich habe eine Chance, hier auf 90 zu 100 zu kommen. Ich hoffe, es funktioniert auch. Aber ich habe jetzt nichts, was ich jetzt machen könnte, um mich zu heilen weiter. Die Heiler wurden benutzt. Plus 10. Wenn ich auch plus 10 mal reicht es nicht aus. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt einfach. Oh Mann. Komm. Reicht nicht, scheiße. Einen hätte ich noch gebraucht. Dennoch, wir haben jetzt was rausgeholt. Ah, jetzt sterben sie wieder alle. Da lebt wieder einer. Ich bin wieder am Leben. Juhu! Ah, ist echt böse. Ich brauch Mio. Ach, jetzt war's. Alle Heile wieder tot. Scheiße. Das war's. War nicht gemeint mit dem Angriff. Ah, ich kann nicht mehr fliehen. Ich bin im Bosskampf von der Story. Gut. Scheiße. Das war jetzt überraschend. Ja, von vorne bitte. Da habe ich geträumt. Das kriegen wir besser hin. Da bin ich sicher. Nicht aufgeben jetzt. Ah, bleiben wir dabei. Komm. Darfst du nicht unterschätzen das Ganze. Dann dürft es schon hinkommen. Alle auf den da bitte. Ich bin Verteidiger, ich muss aber ein bisschen mehr meine Leute verteidigen. Das ist auch vielleicht eine Idee. Au. Oh! Okay, es war ein One-Hit-KO. Kein Wunder, weil wir tot sind. Zwei Heiler mit einem anderen erwischt gerade das Vieh. Scheiße. Das ist auch böse. Alter. Ich kann ja wiederbeleben. Was zum Teufel? Eieieiei. Ist ja bösartig hoch 10. Was haben die für Angriffe drauf? Ihr müsst auf Tarion alle tot haben. Oh, das gibt's ja nicht. Senna lebt wieder. Mio ist aber tot.
Alter, was zum... Robo, schnell. Irgendwas, was ich retten könnte vielleicht. Alter, wie viel Schaden machen die Viecher denn? Die sind 5 Level unter mir. ETF? Keine Chance, den Kampf ist, den gewinne ich gerade nicht. Null. Ich habe keine Ahnung, wieso. Alter, ich kann nicht zum Angreifen, weil ich nur gehauen werde hier. Hast du vergessen, es ist vorbei. Mit 2 Leuten bloß. Alter, was ist denn das hier? Oh! Ja, ich wollte sagen, der ist tot. Nein, der ist bloß durchgefeuert worden. Ja, Aufhelfer am Arsch, das kannst du vergessen. Eieieiei, was ist denn das hier? Das gefällt mir nicht. Aber ich... Ja, danke, danke. Du musst es nochmal probieren, hilft ja nichts, ne? Und wenn ich jetzt selbst Ouroboros nehme mit Mio und Noropo, die mich angreifen, die Typen. Ja, machen wir mal Ouroboros an, schon mal. Ouroboros, schnell! Gott. Bevor ich da eigentlich dazu komme, mal ein bisschen extra Schaden. Ah, ich bin gerade. Achso, ich bin gerade Talion. Scheiße. Wollte ich gar nicht. Ich hab Noah, ich habe wegen ihm gerade noch Dings ausge... Ah, scheiße. Ist völlig falsch. Wechsel mal. Feuer frei. Eieiei, ist ja schief gelaufen jetzt hier. Ja, ich konzentriere mich doch. So, so, so. Aua. Nein, Mio ist umgefallen. Scheiße. Jetzt, wo ich gerade mich mit den beiden Uroborizifizieren wollte. Wiederbelebt, sehr schön, komm. Schnell, 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 schnell. Ja. Der wird zeigen wir auch schon, das heißt, ich müsste eigentlich einen Tod kriegen von denen. Sieht ganz gut aus. Und zack, Angriff für alle. Gott. Die meisten sind tot. Ich könnte mal als Gewinnerspieler, wenn ich nur noch 3 Leute habe, aber... Oh, Rang gestiegen nebenbei. Coole Sache. Wir haben nur noch einen Gegner. Sie hat nicht mehr viel Leben. Der Große da, der zielt hier nicht. Der ist sowieso quasi tot. Haut mal drauf, Leute. Komm. Oh, nee, warte. Der hat volle Leben. Ach, was? Der hat volle Leben? Dachte, der wäre fast tot. Der hat volle Leben. Okay, das ist was anderes. Dann schaffe ich es doch nicht. Eieiei. Ich schaffe irgendwie noch die Angst da zu aktivieren, aber das bezweifle ich irgendwie. Dann wiederum. Sieht gerade ganz gut aus. Mit meinen Angriffen. Eieieiei. Echt kein Heiler mehr, das ist total unpraktisch. Au. Und Mio ist tot. Das war's. So kurz davor. Irgendwie auch nicht. Ah, gut, ich gleich meinen richtigen Robos gewählt, wäre es noch anders gewesen, nehme ich an. Also habe ich ja einen meiner Heiler aus dem Spiel genommen. Und auch den besten Angreifer gehabt. Das war gleich 2-mal negativ für mich. Na. Aber Uni heilt sich gut gegen tatsächlich. Ich mit Noah irgendwie aber gar nicht. Und jetzt habe ich Zielzahn gemacht, schlauerweise. Angriffskette, komm. Ja! Ich habe Leben regeneriert gerade wegen Angriffskette. Voll gut. Ich hab ja keine Option gerade, ne? Was willst du machen? Ich werde nicht meine Kette durchschaffen, weil ich das Einzige, was ich tun kann gerade einfach. Ah. Ärgerlich. Sau ärgerlich. Na komm. Kleenex. Hey, beide auf 39 Punkte gekommen. Läuft. Das war das Beste, was ich machen konnte, schlicht und greifend. Auch wenn es nicht gut war. Na, trotzdem heilen wir uns ja ein bisschen. Ich weiß nicht, ob durch Skills offenbar nicht, sondern wahrscheinlich durch Items eher. Eine geringe Chance haben, also wenn der Typ auch nur wenig Schaden auf mich macht. Und er scheint eine Art Dornaura zu haben. Ich habe gerade Schaden im Noah genommen, wo ich nicht angegriffen wurde. Eieieiei. Ich scheine Leben zu generieren mit Noah, wenn ich diesen Schildwirbel mache. Den kann ich ja nicht machen, ich bin tot. Toll. War ja nicht aufgeladen. Das war's. Hm. This is
super fast. Komm, Juni, gib alles. Das schaffst du auch alleine. Scheiße. Ja, das war dann heute nichts. Wobei sie erstaunlicherweise immer noch durchhält. Und ein bisschen Leben regeneriert. Also, die hält sich fast mehr oder weniger dagegen. Also die könnte es vielleicht sogar schaffen. Hätte sie mehr die Zielsache auf sich ziehen können mit allem hier. Hätte ich den Kampf gewinnen können, weil nur sie angegriffen worden wäre, nicht der Rest meines Teams. Und sie galt sich offenbar echt 1 zu 1 gegen. Richtig gut. Krass. Vielleicht könnte ich noch gewinnen. Es dauert zwar eine Weile, aber ich könnte noch gewinnen. Ich mache tatsächlich gerade, glaube ich, eher Leben plus als minus. Miyuni. Einfach der geilste Charakter der Welt. Ich heile weiter. Also echt von meinen Attacken her habe ich nichts, wo ich mich heilen dürfte. Es wird echt an Items liegen, die ich habe. Frag mich nicht. Sehe ich ja gerade nicht so wirklich. Zack. Oh. Bam, 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 bam. Samira, dunkle Grüße. Danke für den Raid. Na, wie ist das Spiel? Hello Kitty. Little Kitty, Big City, wie ist es? Du weißt schon. Macht Spaß? Kann man sagen, sehr schönes Spiel. Ach, schön. Da freue ich mich ja, wenn es dir gefällt. Also, Kubi, wärst du? Ja, natürlich. Das ist geil. Und, ist das so ein Spiel, was du noch öfter spielen wirst jetzt die nächste Zeit? Hm? Es geht nicht alles, was eine Katze kann, aber doch noch entspannt. Okay. Das heißt, die Katze, du kannst nicht... was kannst du denn nicht in dem Spiel, was eine Katze kann? Miau sagen? Geht Miau sagen? Dann reicht's mir schon. Ich will den Kampf echt noch, wenn's... Oh, mein Leben ist gerade schlecht. Autsch. Ja, wir müssen weiter spielen. Sehr schön. Könnte das dein nächstes Day for Diver werden, vielleicht? Aua. Ja, kann Miau sagen. Typisch Katzenposen. Ach, schön. Katzenposen sind auch wichtig. Oh, ich habe so viel Ouroboros-Power, ich kann sie nicht nutzen, weil ich aber alle tot habe nebenbei. Ah, ne, jetzt stirbt sie doch. Jetzt habe ich irgendeinen Malus bekommen von ihm. Aua. Jetzt heile ich mich nicht mehr gegen. Verdammt. Das sah bis eben doch echt gut aus, ne? Aber jetzt gerade nehme ich noch mehr Schaden, als ich mich heile. Verdammt. Ah, super bad. Ach, so kurz vorm Gewinn. Menschen ärgern, Handys und Brot klauen, Vögel jagen, anderen Tieren helfen und so weiter. Also doch ein bisschen, wie ich dachte, wie das Goose Game, oder wie hieß es Goose Game? Nur als Katze und ein bisschen hübscher, grafisch gesehen. Na komm, Leute. Noah. Oh Mann. Nächste Runde, aber jetzt gleich zum Ouroboros machen. Hallo. Danke. Der Haken ist mit Level 1 der Ouroboros, aber ich habe keinen Flächenschaden im Angriff. Ich habe echt nur einen Gegner an. Aber wenn er schon ordentlich Schaden macht bei dem, ist das schon gut genug, denn wenn er weg ist, bin ich froh. Mach natürlich echt mit allen Angriffen hier alles angreifen, aber das geht so leider halt nicht. Und das macht doch weniger Schaden als gedacht. Scheiße. Dennoch, er ist halb tot. Au, 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 diese Angriffe. Was ist los mit den Leuten? Au, 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 au. Kajon, jetzt müsst ihr auch mal ran. Sag ich nochmal mit euch hier. Ja, so ähnlich, okay. Jetzt aber, alle guten Dinge sind drei. Mit was? Muss noch was für morgen erledigen, sonst hätte ich wieder weitergespielt. Achso. Ja, dann hast du noch demnächst Zeit für sowas. Ist ja alles dein Ding. Hui. Aber dann erledige mal deine Sachen, Samira. Das muss, das muss. Das Spiel läuft ja nicht weg, ne? So, einer ist weg, sehr gut. Das darf zum Weg sein, ne? Oh, Mio ist tot. Ich bin kurz davor gewesen, mir Dings zu aktivieren, aber... Oh, sie ist wieder da. Sehr geil. Oh, Robo Level 2. Ja, komm, geilo.
Ich kann sogar anders hätte machen, das werde ich sogar gleich tun, glaube ich. Aber erstmal mal hier meine Attacken durch. Und zack. Hallo, sag mal, macht er nicht. Ab dafür. Diesmal sieht es ganz gut aus. Könnte was werden. Also Lurk, ja Lurk mal. Mach mal, tu mal. Und weil ich krass drauf bin, komm. Weil ich auf keinen Fall jetzt verlieren möchte wieder, das ist. Geht das so nicht. Und jetzt weiß ich ja, was Kuri mit all guten Dingen sind. Drei meint, ist ja mein dritter Kampf gerade, ne? Hahaha. So, alle am Leben, alles wunderbar. Eine eigene Strecke mit allen Teilen, läuft. Ich gleich habe mich gerade Angriffsboost. Das Ding ist, wenn sie ihre Fähigkeit einsetzt, um eine zufällige Steckung auf sich zu machen, kann alles dabei sein. Angriffssteigerung, Lebenssteigerung und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Schwert heißt einfach mal Angriffssteigerung. Und wenn ich die auf alle verteile, in der Angriffskette, haben halt alle diesen Bonus, haben entsprechend mehr Schaden, kriegen mehr Taktikpunkte und so weiter und so fort. Das ist halt ziemlich geil. Ist schon, wie gesagt, für Angriffsketten eine wichtige Klasse. Als Heldin für Angriffsketten ist sie halt, naja. Aber... Und so. Was reicht mit dir eigentlich gerade? Ne, komm. Taion reicht uns doch hier völlig. Mehr gibt's hier nicht zu sagen. Ab dafür, Noah. Ja, Kurin, jetzt in der Kette ist es kein Problem mehr. Jetzt ist das Spiel, der Kampf gegessen. Gar keine Frage. Der Weg dahin war aber das Schwierige. Taion is back. Ich nehme mal Mio, weil ich will ja auf Noah und Mio hinaus. Will ich ja immer. Lass mal schwanken, den Typen. Genau so. Übrigens ist er tot, ne? Ich sag's nochmal nebenbei. Nur blöde, dass jetzt Taion als Heiler natürlich nicht mit seinen extrem vielen Punkten über die 99 hinauskommen kann. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, es wird auch... Oh, nein, nicht gereicht. Schwierig generell auf 50 zu kommen, zwei zu wieder zu reaktivieren. Das ist halt fast nicht mehr möglich in der Kette jetzt, aber... Tod ist tot und trotzdem 400 Bonus XP. Was willst du mehr? Noah, sehr schön. Schnappen wir uns. Wobei, ich habe noch zwei. Ich könnte pokern. Weil ich habe auf jeden Fall noch eine Kette. Ne, danach aber nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch einen einzigen Nicht-Heiler. Und ich komme nicht über 150 hinaus. Das wäre Quatsch, das so zu machen. Also. Machen wir das so. Danach Robos Aktivierung, dann ist alles wieder da. Läuft. Mehr konnte ich gerade nicht machen. Komm, Lance, zu deinen 18 Punkten. Hey. Aber... Muss auch sagen, er hat aber eine Kackklasse gerade, weil einfach keine Skills bei ihm gelernt sind. Er hat einfach nur einen einzigen Feinskill bisher. Und das ist nicht unbedingt der beste, den man haben kann, schätze ich. Sonst wäre ich das auch deutlich besser. Die Klasse kann schon sehr geil sein, der Seelenkontrolleur, wenn er die richtigen Skills drauf hat, aber die musst du erstmal erlernen. Ne? Die. Achso. Ich muss das auch auswählen dann. Guck mal, jetzt. Jetzt habe ich die Wahl, andere zu wählen. Warte kurz, das hier ist die dritte Kette. Doch. Ich habe es ja bisher immer versucht, ne? Ich habe es versucht, immer in der letzten Kette nochmal das andere Paar zu nehmen, dann ich heute immer nur Robos auswählen, nicht die anderen daneben. Jetzt geht's komischerweise, ich weiß aber nicht wieso. Oh. Ich war bei einer Heldendingens und bei zwei normalen. Das war schon das Richtige von der Menge und so. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. DC Junkie, dunkle Grüße. Das ist doch ein Teil der Party genug vorhanden. Ja, es liegt daran, weil ich jetzt den Ouroboros auswählen konnte. Wenn man den Ouroboros-Kommando, das Ouroboros-Kommando auswählt, werden alle reaktiviert. Ansonsten schwierig. Aber es war auch so einkalkuliert. Oh, auch nur eine Runde. Ach ja, klar, war ja nicht die Spezial. Muss so, alles gut. Hm. Das waren dann hoffentlich alle. Nach drei Versuchen. Reicht doch irgendwann.
Ja, sehen wir uns mal das Schiff von innen an, okay? Wir sollten besser ein paar draußen Wache schieben. Ja, dann melde ich mich mal freiwillig, ja? Danke, Kurin. Ja, ich auch. Ach, die beiden wieder, war ja klar. Der Rest geht auf Abenteuer und Piraterie. Ach, sie machen Übungen, natürlich. So, Ouroboros does training as well, huh? You're, Shania. Shania, Shania Reed. Shania. About your rescue mission. Gondor and I are friends from the Crib. I don't know that word, Crib. Does it mean you've known each other for a while? I guess you don't use that expression, huh? Why even use words? Feels like we're just talking at cross purposes. Sorry about that. Know what? Forget it. Well, gonna answer my question? You mean about training? Yeah. That's the thing. Mimi and the others are doing their best. I need to as well. Anything to help me get an edge. So... Mimi, is it? That's what you call her. The one with the long ears. Yeah. We've always been in the same colony. Your friends. That might be saying a lot. She's kind of like my role model. Mm-hmm. She's strong, kind, mega dependable. Ach, Senna. Das Charakterabziehbild. Right? Huh? Oh, it's... You are... I'm Mio, third term. We haven't met before, have we? Oh, I'm sorry. Your name totally slipped my mind. But I don't think we've talked before. You know, I was just looking for a training partner. For the trial? I like to think I'm pretty quick on my feet, but I'm not really strong enough. Our captain said you would make a good addition, and that you're super strong. He's exaggerating. I'm totally average, totally. Wanna try? Team it up. With you? You sure? I'm a nobody. Sure, I'm sure. I'm literally asking you right now. Echt mal. It's your choice. Well, if you really don't mind, sure. Really? Golden? We're a team then. Thank you. Role model. She's the one who's kept me going. I wouldn't be here otherwise. And after meeting you guys, now I understand what life's really all about. A part of nature's cycle. I'd never even thought about it before, but it's pretty amazing, huh? How is it natural? Huh? Why should we swing our blades around without a hope of winning? Better to die and be born again inside their cycle. Just pulling your leg. Caught you off guard? Well, yeah, you kinda did. How'd you expect me to react to that? Hey. Das ist sehr suspekt. Do you always work so hard for approval? That fun? Huh? You can tell? That's right. Because we're just the same. Nun ja. Whatever that means.
Be true to yourself. Hey, Mimi? What's up? Speak to me. it's, lovely weather we're having. Okay. I don't know, I'd say lovely. Bit overcast. Oh, you're right. Silly clouds. Guess I had my head in them. Huh? What was that about?